Das Mainz, das geht noch. Das hat mir der Josef noch gelernt früher mit der Hand. Meine Luft und meine Finger, die lassen einiges zu wünschen übrig. Aber dann mache ich diesen mit links. So vor, zum Beispiel, damit der auch schön glatt wird. Und ohne Mehl, wie du das sagst, weil ja nicht mehr Krebs oder Hefeteig ja gut sein. Aber er ist noch rau. Also muss ich mehr durchdrücken und die Energie, die habe ich nicht mehr so. Also wieder wechseln. Küchenwaage. So, kurz einteilen. Ja, 1430 geteilt durch 3 ist 400, 230 geteilt durch 3 ist 80, 84. 500 Gramm erstmal. Und dann sehen wir den Rest. Das ist nicht gut. So. Ja. Das soll auch nicht verstimmen. Platz in der Küche ist sehr wichtig. Auch noch. Ja, das ist besser. Ja, alles ohne Mehl. Ja, ein bisschen die Zonen zudecken. Und abwarten. Dieses war der erste Streich und der zweite folgt sogleich.